Schmeier, Paartherapeut, Beziehungscoach und so weiter. Mein wunderbares Programm mit allen möglichen Kursen findest du auf liebische.de. Ganz wichtig, unser Paar-Podcast kommt. Dopamin wird er heißen. Und ja, kommt bald die erste Folge. Abonniert den doch gerne schon mal. Findet ihr auf allen gängigen Plattformen. Wird bestimmt mega spannend, würde ich mal sagen. Ja, gut. Heute haben wir so eine Frage zu beruflichem, also Kennenlernen auf der Arbeit, Stalking. Und ich wollte auch nochmal sagen, dass dies hier könnt ihr natürlich auch immer als Podcast hören, Liebeship Podcast. Wir sind ja auch gerade umgezogen zu einem ganz anderen Anbieter, freuen uns ja sehr drüber und weil das so viel mehr Möglichkeiten bringt. Also wenn ihr irgendwie Schwierigkeiten habt, bei dem Podcast anzuhören, dann meldet euch einfach nochmal bei uns. Gut, die Katze macht ja auch wieder Alarm, aber kennt ihr ja schon. Hallo Christian, meine Themen sind toxische Beziehungen, Stalking, Altersunterschiede und Umgang mit der Arbeitssituation. Ich bin vor kurzem auf deine Videos gestoßen und dachte, ich probiere es mal mit einer Mail. Ich hatte schon 3 Probestunden bei einer Therapeutin und werde demnächst nach Wartezeit auch eine Therapie beginnen. Als Überbrückung werde ich wohl deine Kurse buchen. Modul. Oh Gott, die Katze hier wieder. Modul 1 sollte man auf jeden Fall mal machen. Ich würde mich freuen, wenn du ein Video machst, kurz zu mir. Ich bin in den 20ern, war knapp 5 Jahre in einer Beziehung, die mich leider nicht wirklich ausgefüllt hat. Nach Kenntnis deiner Videos würde ich mich wohl als bindungsängstlich bezeichnen. Meine Mutter war oft, ja, können wir mal lassen, führte eine 5-jährige Beziehung zu einem Mann, der nicht passte, bin sehr extrovertiert, habe Spaß am Leben. Gut, nach ein paar Jahren habe ich gemerkt, dass ich unglücklich bin und mich mehr für andere Männer interessiere. Bettsport hat gefehlt. Und so weiter und so weiter. Letztlich beendete ich die Beziehung. Ich fing einen neuen Job an und lernte meinen deutlich älteren Arbeitskollegen kennen, circa 20 Jahre älter. Gut, jetzt das alleine muss jetzt nicht viel heißen, aber auf der Arbeit ist halt immer Risiko, ne? Don't fuck the company, aber klar, irgendwo lernt man natürlich Leute kennen, das ist immer wieder das Gleiche. Ich war sofort fasziniert von seiner Art, fühlte mich extrem angezogen von ihm und wollte unbedingt wieder mein Leben genießen und das nachholen, was mir die letzten Jahre gefehlt hat. Ich fand ihm genau das, was mir in meiner Beziehung gefehlt hat. Heute weiß ich, dass das schon die erste Red Flag gewesen wäre. Ja, wenn es zu krass losgeht, ist oft ein schlechtes Zeichen, ne? Ja, Bettsport war toll. Fragen sich übrigens manche, warum ich immer andere Begriffe dafür nehme. Das ja, hängt auch mit YouTube-Eigenarten zusammen, müsst ihr euch nicht so viel überdenken. Heute, ja, ich fing ein Verhältnis mit ihm an. Ja, warum Verhältnis, ne? Ich meine, du kennst jetzt meine Arbeit nicht, aber es sind alles Sachen, die ich nicht empfehle. Also ich frage mich jetzt schon wieder, ob es nicht wieder ein Dreieck war und warum dann so irgendwie so eine undefinierte Sache. Kann man natürlich alles machen, das ist jetzt auch sind keine moralischen Erwägungen, ist einfach nur nicht häufig sehr problematisch für den Liebeschip, sag ich mal, ne? Über Zeit wurde das Ganze intensiver. Er sagt mir nach ein paar Monaten, dass er mich liebt und eine Zukunft mit mir möchte. Mich engt das wieder sehr ein. Das hört sich auch sehr nach Dreieck an. Das schreibst du jetzt mal nicht. Die sind immer höchst toxisch. Deswegen immer wieder der Spruch hier, keine Dreiecke. Mich engt das ein, weil ich gefühlstechnisch noch gar nicht so weit war und eigentlich nur Bunga wollte. Ich hielt ihn lange auf Abstand, auch weil ich nicht wollte, dass das Ganze auf der Arbeit rauskommt und der Altersunterschied mir ein Dorn im Auge war. Ja, jetzt haben wir dann ein zweites Problem. Du, nicht nur, weil das auf der Arbeit vielleicht nicht so optimal ist, es ist auch noch irgendwie eine Sache, die man geheim halten muss. Also alles, was irgendwie, ich meine, es ist bestimmt toll für fürs Dopamin, ne? Herrlich, schön, Dopamin. Ah, stellt ihr irgendwie nicht scharf heute. Richtig schön feini Dopamin, ne? Dafür ist es prima, aber ja, also dieses ganze Heimliche ist einfach Gift, ne? Das so für dieses Liebeschips-System ist halt sehr stark Liebessucht auslösend und ja, müsst ihr selber wissen, ne?
wollte es nur mal gesagt haben. Also jetzt das nächste Risiko. Du gehst schon ein Risiko ein auf der Arbeit, jetzt gehst du noch ein zweites Risiko ein. Man kann Leuten einfach, ich meine, gut, viele Leute gehen durchs Leben und nie passiert irgendwas. Aber es ist immer ein Risiko, ne? Es ist immer ein Risiko, in so Situationen zu gehen, die man nicht aufdecken kann, so, ne? So. Mir tat alles für mich, war ein neuer Hilfsbereich, aber schon etwas drüber. Trotz allem stritten wir so häufig, was mich immer wieder zweifeln ließ, ob das alles so richtig ist. Seine Ansichten waren sehr auf Kontrolle ausgerichtet. Ist ja schon wieder so ein kleines Rötchenfleckchen, ne? Ich sollte ihm über alles informieren, mit wem ich mich wo treffe. Ja, muss ich jetzt wieder leider wieder fragen. Ich weiß, es ist eine rhetorische Frage. Wo sind deine fucking Standards? Warum lässt du das zu? Ich meine, mir schon klar, also mit den 20ern wusste ich sowas auch alles noch nicht, aber wie man da reinkommt, aber ich will dich natürlich jetzt ein bisschen fordern hier. Warum lässt du das zu, ne? Es hat das was mit Liebe zu tun. Das ist immer, wenn Partner so sind, das ist immer extrem toxisch, ne? Ich sollte ihm alles informieren, wem ich wo treffe und so weiter und so fort. Dann kippte alles etwas, als er mich in der Tasche hatte. Er wurde immer kühler, war am Handy, viel und öfter weg. Wir stritten noch mehr. Ihm ging es viel um Macht. Er durchforstete meine Social-Media-Kanäle. Ja, warum? Warum darf er das, ne? Wer mir wann wie viele Wochen folgte und entfolgte. Das ist wirklich völlig, völlig drüber raus. Alles wurde mal total verdreht, sodass ich nicht mehr wusste, wo oben und unten ist. Ich habe unzählige Trennungsversuche gebraucht. Immer würde ich zurückerobert. Na, ich empfehle ja immer, das so aktiv auszudrücken. Immer wieder bist du zurückgegangen, ne? Mit Liebesgeständnissen, kleinen Gesten, Geschenken, aber auch, weil null Kontakt auf der Arbeit kaum bis gar nicht möglich ist. Ja, dafür gibt's Greyrock, aber das habe ich in anderen Videos schon thematisiert. Noch am gleichen Abend, bei unserem letzten Treffen habe ich ihm gesagt, dass ich keinen Kontakt mehr möchte. Am gleichen Abend fuhr dieser Mensch, der dich angeblich so liebt, abends bei mir vor der Haustür vorbei. Ich wurde darauf aufmerksam, als mein Nachbar mich darüber informierte. Ist jetzt ein bisschen Triggerwarnung. Ich hoffe, euch triggert das nicht so, wenn schon mal jemand gestalkt worden ist. Ist echt ziemlich eklig. Wir fingen das an zu dokumentieren. Ich fühlte mich immer schlechter. Tauchte an anderen Orten auf. Schickt mir überall Nachrichten. Dann, ich fasse das jetzt mal ein bisschen zusammen. Mails, da hast du ihn blockiert. Dann hat er gesagt, er würde sich so nicht von dir behandeln lassen oder mein Verhalten nicht dulden und das müsste eben auf der Arbeit geredet werden. Ja, jetzt hast du das ganze Programm zusammen hier von so ekelhaften Verhaltensweisen. Also dass das nichts mit Liebe zu tun hat, sollte natürlich klar sein. Es ist einfach nur Ego, missbräuchliches Verhalten, den anderen zu irgendwas zwingen für seine eigenen Bedürfnisse. Ja, das so, und wenn du das so, wieso die Mafia, wenn du es nicht machst, dann passiert das und das. Was soll man dazu sagen? 3D-Dreck. Aber naja, es ist, wie es ist, ne? Deswegen ist immer so wichtig, eigentlich Sachen zu machen, wo man zu stehen kann, so, ne? Aber gut, ich weiß, das ist immer leicht gesagt. Ja, gut. Also quasi emotionale Erpressung, ja, nicht nur quasi. Immer im Wechsel mit endlosen Liebesbotschaften. Ja, aber das ist einfach nur fucking toxisch, ne? Gut. Dann musstest du doch deinem Chef davon erzählen. Sehr gut. Und ich habe ihn bei der Polizei wegen Stalking angezeigt. Und eine einstweilige Verfügung. Das ist ja so das Zivilrechtliche, gegen den er wirkt. Gegen die er allerdings angeht. Ja, sehr gut. Gefährderansprache ist auch, macht Polizei häufig von sich aus sehr nette Geschichte, hat häufig doch eine Menge Wirkung und ja, soll er doch gegen angehen. Also es sieht ja nicht so aus, wenn er das viel Spaß mit hätte. Genau richtig. Meiner Meinung nach. Jetzt, wo ich nichts mehr höre, ist es aber wieder so, dass ich total Liebeskummer habe. Ja, da musst du dir einfach sagen, das ist eine Story, die dir dein Kopf erzählt, weil was hat das mit Liebe zu tun, ne? Und da kannst du dich nur fragen, was geht in mir vor? Und das kannst du ja erkunden. Du kannst ja gucken, ob meine Kurse dir da helfen oder wo auch immer du das erkunden willst. Warum du mit jemandem zu... Also es gibt natürlich in meinen Kursen auch viele Antworten drauf. Ich will jetzt nicht wieder alle runterbeten hier.
warum man da so drin hängt, aber es ist nichts Konstruktives. Das sollte einem klar sein. Und ja, meine ganze Arbeit ist ja darauf ausgerichtet, dass man so wertorientiert handelt. Und mit Werte heißt jetzt nicht allgemeine Werte hier, so wie Klimawandel und was weiß ich, sondern persönliche Werte, die du hast, ne? Zum Beispiel, ich lasse mich nicht scheiße behandeln, und dass man nach diesen Werten handelt und nicht nach irgendwelchen Emotionen, so, ne? Mehr dazu übrigens auch in meinem kommenden Glückskurs. Ja, ich habe ja so eine ganz neue Reihe, die ich da vorbereite. Ja, eigentlich vermisse ich die schönen Zeiten und die Nähe, verdränge mal die ganzen Manipulationen und Streitigkeiten. Bei ein paar Wochen nach der Anzeige saß er schon wieder fröhlich am Handy, grinsend, schreiben mit irgendwelchen Tussis. Ja, ist doch scheiße. Also soll er machen, was er will. Also, dass das nichts mit Liebe zu tun hat, muss man doch nicht drüber nachdenken. Und ja, dann schreibt er eben anderen. Who cares, ne? Also, er teilt nicht deine Werte, er kann, benimmt dich nicht ordentlich, und ob er dann anderen schreibt, spielt keine Rolle, ne? Das, da müsst ihr wirklich eine Klarheit finden, ne? Spielt absolut keine Rolle. Außerdem, ja, zeigt ja einfach auch, wie er drauf ist, so, ne? Der Abstand tut mir gut, allerdings muss ich kommenden Monat wohl wieder auf die Arbeit. Genau, habe jetzt schon Bauchschmerzen, ihn wieder zu sehen. Ich habe schon überlegt, mir was Neues zu suchen, was aber schwierig ist. Ich weiß nicht, ob ich dazu bereit bin, zumal ich da sehr gern arbeite, gut verdiene und so weiter. Besteht die Möglichkeit, dass ich mich im Laufe der Zeit in der Situation arrangiere? Doch, besteht durchaus. Also ich gibt's ja, guck mal die anderen Videos hier zu toxischen Situationen auf der Arbeit. Also da, viele kommen so mit Greyrock-Methode, ich will jetzt hier nicht wieder so runterbeten, kommen die zurecht. Ist zwar nicht so schön wie Null Kontakt, aber funktioniert durchaus. Und du hast ja schon auch ein paar, wie soll ich mal sagen, Schwerter hast du ja schon gezogen da mit der Anzeige und so. Und aber eins muss man natürlich ganz klar sagen, wenn du da irgendwie einen Rückzieher machst und dich wieder bei ihm meldest, dann kannst du die ganzen Anzeigen und alles, ich bin jetzt kein Jurist und so, aber das kannst du alles vergessen und machst dich damit komplett unglaubwürdig. Und also da kann ich nur, egal wie sehr du ihn vermisst, also da kann ich nur von abraten, du machst deine Situation völlig, zerstörst du wirklich komplett deine Möglichkeiten und ja, und gibst dich da eigentlich ihm noch mehr in die Hände. Also da kann ich wirklich nur von abraten, das wäre wirklich ganz übel. Oh, Katze. Ich weiß nicht, was die Tiere immer mit mir haben, ja, ey. So, oder ist an deiner Meinung noch ein Wechsel unausweichlich? Nö, so erstmal nicht. Ist zwar ätzend. Und ist natürlich schöner, wenn man da gar nichts mehr von hören muss. Aber ja, gut, es sind ja alles Entscheidungen. Wenn du sagst, die Arbeit ist mir wichtiger, dann bleibst du eben da, ne? Dann muss es eben so gehen. Und möglich ist das, ne? Man weiß natürlich nicht, was jetzt noch passiert, aber ja, er kann sich ja im Grunde genommen auch nicht viel erlauben, ne? Ich weiß nicht, so eine verlorene, ich meine, das Stalking ist ja, also die strafrechtliche Seite ist ja schon sehr unangenehm, also ja, gut, wird oft nicht verfolgt und so, aber oh, Katze, Mensch, lass das doch mal. Oh, einer von euch eine Katze haben vielleicht. So. Habe in der Zwischenzeit jemand Neues kennengelernt, aber dank deiner Theorie mit den Standards nach 2 Treffen verabschiedet. Da ich das in die falsche Richtung entwickelt, mangelnder Respekt, Bedrängung. Ja, du musst total aufpassen, dass du jetzt nicht das Gleiche nochmal machst. Du musst also dringend dich um deinen Liebeship kümmern. Also sprich, was hast du da für Anziehungspunkte? Die meisten Männer finde ich eher langweilig, ja wahrscheinlich die nicht so sind. Und wie du schon richtig sagtest, unwahrscheinlich leider auch zu verfügbar sind. So ist es. Ja, beschäftige dich einmal mal mit dem ganzen Thema. Ich würde auch mal empfehlen, meine Datingkurse reinzugucken. Aber du bist einfach auch hier ein typischer Fall für meine Hauptkurse. Und ja, hoffe, ich konnte dir da ein bisschen weiterhelfen oder wer auch immer das hört. Hoffe, wir sehen uns auf der Lesung. Da ist ja jetzt auch Wien am Start. Und wir sehen uns bald wieder.